Ich möchte jetzt etwas sagen zum Thema Summenzeichen. Das Summenzeichen in der Mathematik. Ist ein griechisches großes S. Und dieses Zeichen wird benutzt, um Reihen, also Summen, abzukürzen, einfacher zu schreiben. Stellen wir uns mal vor, wir haben zum Beispiel folgende Summe. So. Diese Summe, sieht man ja, besteht aus den ungeraden Zahlen, hört dann bei 9 auf. Und wir möchten, das kann ja noch weitergehen, nicht wahr, bis 511 oder weiß ich was, wir möchten diese Regelmäßigkeit der Summanden irgendwie beschreiben in einer Form, einer kompakten Form, um dieses Gesetz, das dahinter steht, auszunutzen. Wir sehen ja, das sind immer ungerade Zahlen, deshalb könnte man sich überlegen, was sind denn eigentlich ungerade Zahlen, wie werden die beschrieben. Man kann zum Beispiel sagen, dass ungerade Zahlen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie zweimal eine beliebige Zahl sind, dann haben wir eine normale Zahl und dann von dieser beliebigen Zahl, die ja dann gerade ist, wenn man sie mit 2 multipliziert, einfach 1 subtrahiert. Also wenn ich zum Beispiel hier für das i 1 einsetze, dann habe ich 2 mal 1, das gibt 2, minus 1, das gibt 1. Wenn ich für das i 2 einsetze, habe ich 2 mal 2, minus 1, das gibt 3. Wenn ich für das i 3 einsetze, habe ich 2 mal 3, das gibt 6, minus 1 gibt 5. Also auf die Art kann ich, wenn ich das i hochzähle, durch die natürlichen Zahlen zum Beispiel hochzähle, komme ich immer auf ungerade Zahlen. Jetzt wollen wir nicht nur einfach eine Reihe von ungeraden Zahlen, also eine Folge von ungeraden Zahlen haben, wir wollen diese Summenzeichen noch berücksichtigen. Und das macht man eben, indem man so ein Summen-S-Sigma schreibt und das Sigma, das Summenzeichen, mal als Befehl quasi hinschreibt. Der Befehl sagt, bilde die Summe aus. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen ungerade Zahlen haben. Das haben wir hier, können wir eine Klammer machen darum, dass es klar ist. Und das I soll jetzt eben bestimmte Werte durchlaufen. Es sollen natürliche Zahlen sein, jetzt hier in diesem Fall. Wir können deshalb sagen, das i soll beginnen bei 1. Dann haben wir hier wirklich als ersten Wert nachher 2 mal 1 minus 1. Das ist aber wirklich 1. Und die letzte Zahl jetzt hier in dieser Reihe wäre für i gleich 5. Das haben wir 2 mal 5, das ist 10 minus 1, das gibt 9. Das heißt, der letzte Wert wäre das 5. Und diese Summe hier, so ausgeschrieben, kann man abkürzen mit dieser abgekürzten Schreibweise. Summe über 2i minus 1, i läuft von 1 bis 5. Ziemlich einfach. Wir können jetzt diese Überlegung mal in die andere Richtung machen. Ich schreibe jetzt eine Summe hin. Wir überlegen uns, was die ausgeschrieben bedeutet. Ich schreibe zum Beispiel hin die Summe i gleich 2 bis 5. Jetzt geht es also nicht von 1 aus, sondern von 2, das kann man auch. Und ich will hier als Wert i Quadrat hinschreiben. I im Quadrat. Wenn wir uns jetzt überlegen, was wir da gemacht haben, wir haben das i ja immer eingesetzt und um 1 hochgezählt, bis es bei 5 war. So können wir das auch hier übernehmen und sagen, das i wird ersetzt durch den ersten Wert, nämlich 2. Ich muss mit dem i ja das Quadrat bilden, deshalb 2 im Quadrat. Eine Summe muss ich bilden, das heißt der nächste Wert wäre nachher plus das i gleich 3, also 3 im Quadrat, plus i gleich 4, plus 5 im Quadrat. Das gibt mir dann auch wirklich eine Zahl am Schluss, das ist ja 4, 9, 16, 25, kann man zusammenzählen, das gibt am Schluss irgendein Wert. Noch ein Beispiel. I gleich 1 bis 3. Und jetzt schreibe ich hier minus 1 hoch i. Minus 1
auch E. Wenn wir jetzt das ausrechnen, steht ja hier, wenn E gleich 1 ist, steht hier minus 1 hoch 1. Also minus 1. Der nächste wird dann addiert. Dann habe ich also hier für I gleich 2 habe ich minus 1 im Quadrat. Das gibt plus 1. Und dann wiederum addieren. Dann habe ich hier minus 1 hoch 3. Das gibt wieder minus 1. Das heißt, ich habe hier wieder ein Minuszeichen. Das heißt, auf diese Art kann ich Summanden bilden, die ihr Vorzeichen abwechseln. Ich könnte jetzt hier auch einen Teil noch ergänzen. Das könnte auch heißen minus 1 mal a, also minus 1 hoch i mal a. Dann habe ich also hier dann minus a, hier habe ich plus a, hier minus minus a, etc. So kann man also die ganzen Vorzeichenwechsel auf diese Art erledigen. Die Richtung vom Summenzeichen, also in dieser Art, in die Evolution hier, in die Ausschreibung, in einer korrekten Darstellung hier, das ist relativ einfach. Die andere Richtung, die wir hier benutzt haben, ist manchmal etwas schwieriger. Man muss das Bildungsgesetz erkennen. Man muss sehen, wie denn die Gesetzmäßigkeit hier aussieht, damit ich auf diese Summanden komme. Man muss auch sagen, dass es nicht unbedingt eindeutig, was hier steht. Ich könnte zum Beispiel auch probieren, ob man hier nicht auch ein Plus schreiben könnte. 2i plus 1. Wenn ich das probiere hier, Summe, 2i plus 1, dann ist ja der erste Wert, wenn ich da 1 einsetze plus i, habe ich 2 mal 1 plus 1, das gibt bereits 3. Das heißt, auf diese Art habe ich quasi den ersten Summanden vernachlässigt. Ich kann aber ohne weiteres sagen, ich ändere einfach jetzt die Reihenfolge und die Abfolge der Summanden hier. Ich kann ja mit 0 anfangen. Der Index kann von 0 laufen und dann bis 4 hochgehen. Und dann habe ich auf diese Art die gleiche Reihe mit einer anderen Darstellung gemischt. Also man sieht das nicht eindeutig. Aber wenn man die Form hier hat, retour, das ist dann eindeutig. Also da kann nichts anderes stehen, außer dass ich die Summanden vertauschen darf. So viel zum Thema Summenzeichen.